Oh, hier habe ich gerade eine gute Chance. Drei, vier, Mist. Die fünfte wollte nicht. Eins, Mann. Eins, zwei, nee. Nee, will nicht. Eins, zwei, Mann. Ihr Mistkerle. Ah ja, 5 Homing-Attacks in Folge ist schon echt heftig. Aber man hat nicht viel Zeit nach einer, um die nächste anzufangen. Ich kann die echt nur mit meiner Brühe hier zerstören. Na gut. Oh. Ich dachte, ich hätte hier gerade noch einen Coupon gesehen zum Einsammeln, aber schon mal nicht. Naja. Also hier ist noch einer der goldenen. Nicht, dass ich die noch irgendwie brauchen würde, aber nehmen wir halt trotzdem mal mit, wenn wir schon mal da sind. So. Ja. Das sieht komisch aus mit den Fahnen, aber gut. Kommt man hier irgendwie rein? Sieht nicht so aus. Schade. Hätte ich mir interessant gefunden. Naja. Dann nicht. Hä? Mir doch egal. So, hier sitzt aber auch keiner mehr von den. Zwei. Eins. Mann. Eins. Zwei. Drei. Ja, toll. Alle tot. Damit. Oh, noch ein Garn. Schön. Schön, schön. Nö. Den kann ich auch nicht irgendwo runterschubsen. Tja. Oh ne, das ist nur der. Das ist nur der, bei dem ich schon war. Ah, ist hier oben vielleicht noch einer. Das könnte ich mir noch vorstellen. Wenn noch irgendwo einer sitzt. Nö. Dang it. Schade. Und hier oben noch irgendwelche Secrets? Vielleicht. Könnte ich mir noch vorstellen. Scheinbar nicht. Scheinbar nicht. Denn, ja, das Ding hier hat nicht mal in irgendeiner Form eine Hitbox.
Och doch, kann ich streamen aus Twitch. Moment, Moment. Hat das Ding auch keine Hitbox? Ist das gerade richtig? Doch. Okay. Das Ding fällt man auch einfach durch. Na. Meinetwegen. Wenn das jetzt ein echter Mensch wäre, hätte der Kopfschmerzen. Naja. Okay. Das ist auch eine schöne Aussicht von hier oben. Ich meine, sehr unscharf, aber damit. So, ja komm, bring mir den Dive Cancel bei. Halt auch nirgendwo einer, der an irgendeinem Gebäuderand sitzt. Ah. Ich hab grad echt keine Ahnung, wo noch einer sein sollte. Hab ich den hier schon mal genutzt? Ah. Wenn ja, dann war ich genauso enttäuscht wie jetzt. Okay. Das bringt mir nichts hier. Hier sehe ich halt auch keinen weiter. Zwei, drei, vier. Mann! Mist! 2, 3, 4, 5! Yes! Perfekt! Baby! Oh Baby! Geschafft! Ah! Nice! Sehr nice! Das Achievement hätten wir! Okay. Sehr schön. Sehr schön. Wenigstens das haben wir noch hingekriegt. Tja. Ansonsten wüsste ich jetzt halt aber auch echt nicht. Hey, ein Grüner. Ansonsten wüsste ich jetzt aber auch echt nicht, wo noch welche sein könnten. Von den Mafiosi. Das waren 16, 6, ne? Ja. 16, Ah, du zeigst mir auch an, wo die sind. Schön. Ja gut, der ist, der war recht leicht zu finden. Die anderen drei, Na, irgendwie hier unten, ah. Dort, okay. Na komm. Hier. Dann war da oben noch einer. Hier. Okay, das war easy. Was gibst du mir? Hey. Mensch. Ein Token. Warum nicht? So. Dann gucken wir mal. Das gleiche gab es ja noch in Blau.
Damit. Es gab noch einen blauen und eine rote Kiste. Also Vault. Ich weiß noch, hier muss ich mal hin, um den Wasserhahn abzudrehen. Den Lavahahn war es in dem Fall. So. Tja. Tja, ne? Okay, wir können uns ja hier mal auf die Suche nach den Vault Codes begeben. Stattdessen. Eventuell finden wir währenddessen noch die noch den oder die letzten Mafiosi, die wir irgendwo runterschubsen müssen. Was? Nicht geschafft? Verarschen? Zwar genau im Zeitlimit. Knapp im Zeitlimit, aber im Zeitlimit. Ah, naja. Mafia, hey, na? Keep eye out for tunnel. Maybe something interesting appear later. Ha! Mafia, just kidding. Nothing interesting ever happened. Oh. Hier passiert nie was Interessantes. Das ist aber schlecht. Das ist doof. Naja, da ist schon was Interessantes passiert. Da war ein Time Rift. So. Wenn ich jetzt noch im Kopf hätte, wo sich die anderen Tresore befinden. Weiß, den blauen hatte ich schon mal gesehen. Da brauchte ich drei Codes für, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und wo war der nochmal? Na, wenigstens sammeln wir so ein paar Pons noch ein. Um uns die letzten Badges noch kaufen zu können. Ist doch auch was. Vor allem, die sollten auch nicht, nicht zu übersehen sein, weil das sind halt, ne, diese großen, da hat man ja schon beim Grünen gesehen, diese großen farbigen Kisten, die sich selber bewegen. Und, ja, so eine sich selbst bewegende Kiste, würde ich jetzt eigentlich meinen, das übersieht man nicht so einfach. Ich kann mich natürlich irren. Irre nicht das erste Mal. Passiert zwar selten, aber es passiert. Oh. Tja. Ist auch nix. Wenn ich jetzt auch nur noch wüsste, wo die. Wo die Codes für den blauen waren, ne? Na gut, wenn wir den blauen Tresor gefunden haben, dann können wir es uns anzeigen lassen, so ist nicht. Tja. Bin mir uneins. Okay. Da können wir rein, aber da ist nichts. Sehr interessant.
sehr, sehr interessantes Zelt. So. Das hat er sich auch erledigt. Ah. Moment, das ist ja. Der Strom geht ja hier nach oben. So unsinnig das auch erscheinen mag. Ich wollte gerade sagen, oh, ich schwimme gegen den Strom, aber nee, tue ich nicht. Tue ich ja gar nicht. Okay. Genau. Hier oben. Bei einer der blauen Codes. Stimmt. Yay. Ein blauer Vault-Code. Und da ist auch das blaue Vault. Na bitte. Stimmt ja. Hm. Da war ich ja schon. So. Okay, einer irgendwo hier oben. Da ist er. Okay. Perfekt. Und der dritte. Zeig mir den nochmal bitte. What? Moment. Nochmal bitte. Achso, da oben. Da oben direkt. Ja gut. Das sollte doch auch nicht das Problem sein. Ui. Na, so, sehr schön. Okay, was haben wir hier drin? Ein Wollknäuel. Ein Garnknäuel. Um genau zu sein. So. Okay, fehlt nur noch der rote Tresor, ne? Wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Ja gut. Da sagst du mir halt nichts zu. Was wir mal versuchen können. Moment. Braucht den Dingens hier. So. Kann ich damit hier hochfahren? Ja. Gut. Okay. Ich frage mich gerade, wie man dann 360 hinkriegen soll, weil das ist auch ein Achievement. Ah, so. Okay. Das ist sogar ziemlich easy. Na Mensch. Okay. Damit hätten wir das auch erledigt. So. Du pennst da einfach nur. Okay. Im Lagerfeuer in einem in einer Holzhütte neben einem TNT-Berg. Würde ich auch pennen. Da könnte ich richtig gut pennen. So, und was kriege ich jetzt dafür? Nicht oder was? Nur die ganzen Pons, ja gut. Ja, ist auch was, aber ich habe jetzt irgendwie mit einer schöneren Belohnung gerechnet. Oder auf eine schönere Belohnung gehofft, sagen wir es so. Ah. Da leuchtet ja noch was. Na, guck mal einer an. Na, küge mal in der Schau. Okay, da ist aber nichts weiter Interessantes. Tja. Wo ist jetzt der rote Tresor?
Wenn ich jetzt noch wüsste, wo genau ich den, den ersten roten Code gefunden hatte. Denn der Tresor ist ja meistens dort irgendwo in der Nähe. Zumindest hier bei den... bei den normalen, sag ich mal. Go away. Mafia watching shows. High interest in bloodline. Okay. Kein Ding.